Hallo und herzlich willkommen zurück zu Spider-Man 2 und dem Beagle. Wir wollen die Nebenquest hier machen. Ich kann nicht glauben, dass jemand sowas tut. Ich habe mich so auf die Ausstellung gefreut, auf das Museum. Ich stecke hier in einer misslichen Lage. Ich meine, Sie wissen, wie sehr mir der Schutz der Geschichte dieser Gemeinschaft am Herzen liegt. Ich weiß, und deshalb hoffe ich, dass Sie uns trotzdem weiter unterstützen. Okay, mal sehen, ob die Laster etwas hinterlassen haben. Ach so, jetzt ist er am Rumjammern, will aber weiterhelfen. Spider-Man ist hier. Spider-Man, gibt's Neuigkeiten? Ich verfolge ein paar neue Spuren. Ich gebe Bescheid. Ich habe noch zu tun, aber Sie wissen, was ich denke? Für mich geht es darum, die Geschichte zu bewahren. Um jeden Preis. Das sieht aus, als wäre es von einem prähistorischen Gangsterlaster. Ich rieche den Schwefel. Definitiv von einem alten Motor. Vielleicht kann ich es weiter isolieren. Um die Substanz zu identifizieren, muss ich die Verunreinigung beseitigen. Hey, Spider-Man. Wir wissen, dass du hilfst. Nur zu. Danke. Ich sehe überhaupt nicht, was da was ist. Okay. Ach du Scheiße. Okay, das ging jetzt äußerst schnell. Ich hab's. Yes. Aromatischer Kohlenwasserstoff. Das wäre nie durch einen Katalysator gelangt. Hey Ma, du hattest recht. Der Laster war alt und hat einen einzigartigen Schadstoff hinterlassen. Fantastico. Kannst du ihn aufspüren? Bin schon dabei. Ich habe plötzlich Hoffnung, dass wir tatsächlich alles finden, die Gala veranstalten und das Museum retten können. Wow. Eins nach dem anderen. Okay, ich weiß. Also... pass auf dich auf und sag Bescheid, was du findest. Das wäre aber schön, wenn. Oh. So weit kann ich den verfolgen. Und was war, dass ich mit diesen Kennern hier bin? Sorry, hab sie nicht gehört. Jedenfalls, wir haben geliefert, was wir hatten. Der Rest ist vom LKW gefallen. Dann findet es verdammt nochmal! Ich verstehe, Sir. Wir suchen weiter nach dem letzten Objekt. Er bescheißt uns. Ich hab's doch gesagt. Nein. Hä? Er wird bezahlen, wenn wir das Saxophon liefern. Ja, ich werde ihm das Saxophon liefern. Ich glaube, du weißt wo. Beruhig dich schon, Idiot. Der Typ hat Kohle. Wir müssen ihn nur glücklich machen. Mir reicht's. Ich such diesen Typen und hol mir mein Geld. Du wirst den ganzen Deal ruinieren, für uns alle. Ich gehe mit ihm. Suchen wir ihn und verlangen unsere Kohle. Ihr habt echt keine Geduld. Es ist Spider-Man! Du nicht! Habt ihr echt gedacht, ihr werdet mich losgeworden? Schön erstmal den Dicken wegholen. Noch mehr Freunde? Dann mal los! Na komm. Eieieiei. Auf mich schießen ist. Steh wieder auf! Wow, was hab ich denn da gemacht? Das muss wehtun! Aua. Okay. Okay. Das waren alle. Öffnen wir den Laster und holen uns die restlichen Museumsstücke. Leer? Sie müssen die Ladung bereits ihrem Boss übergeben haben. Alle Wege führen scheinbar zu diesem Typen. Klingt wie irgendein Handy. Warum lässt jemand einfach sein Handy da liegen? Finde Charlie Park. Okay, da draußen ist also noch was, das sie noch suchen. Ich habe den zweiten Laster gefunden, aber er war leer. Oh nein. Aber eins der Stücke haben sie verloren. Charlie Parkers Saxophon. Oh, Miles. Komm rüber zum CJ Walker Park. Okay. Wieso?
Eine unserer Praktikantinnen hat jemanden über ein Saxophon reden hören. Zuerst habe ich ihr nicht geglaubt. Sie ist eine Art Bocincheda. Also, wenn Sie das verloren haben, scheint Ihr Chef es unbedingt finden zu wollen. Das sollte er. Charlie Parker ist eine Was Legende. Ist wohl eine Bocincheda? Dieses Saxophon ist unbezahlbar. Nach wem soll ich im Park suchen? Ich habe keinen Namen. Es hieß, ein Trompeter hätte davon gesprochen. Trompeter, alles klar. Danke, mi Aranita. Sag mir Bescheid, was passiert. Te quiero. Ah. Ui, hier? Ach so, ich muss mich umziehen. Okay, jetzt bling. Ich muss mich zuerst umziehen. Ich will das Festival nicht stören. Okay. Wo ist jetzt dieser Trompeter? Hier sieht's viel besser aus als damals, als hey, Fisk und seine Leute das sagten. Steph, was gibt's? Bist du mit Gloria hier? Nee, sie arbeitet. Ich bin gerade angekommen. Ich suche einen Trompeter. Hast du einen gesehen? Ja, Theo ist hier und spielt Trompete. Theo spielt Trompete? Mhm. Ich glaube, er war dort drüben beim Tor. Toll. Danke, Steph. Und grüß Gloria von mir. Mal. Wie geht's dir? Gut, viel zu tun. Wie läuft der Friseurladen? Herr Boom, Kumpel. Wie gefallen dir die Dreads? Ich mag sie. Mal am Anfangs nicht, aber ich hab sie wohl überzeugt. Ah, dreh sie einfach weiter. Aber sie sehen gut aus. Danke. Ja, da haben sich ja einige darüber beschwert, dass er jetzt auf einmal anders aussieht. Dabei hat er nur einfach Dreads bekommen. Tor, welchem Tor? Da darf ich nicht lang, weil... Verstehe ich nicht. Ja? Theo muss im Park sein. Okay. Ich gehe nochmal zurück. Schach spielen die hier auf. Nee, diese unsichtbaren Mauern sind natürlich jetzt ein bisschen peinlich. Für ein so herausragendes Spiel wie Spider-Man. Hey, Camilla! Miles, kann ich dir was anbieten? Oh, nein, danke. Ich suche Theo. Hast du ihn gesehen? Ich war im Truck beschäftigt, aber ich höre ihn. Folg einfach dem Klang seiner Trompete. Ja, ich höre sie auch. Bis später dann. Danke, Leute. Hey, Spider-Cat! Na? Hi, Spider-Man. Hey, Miles. Theo, guter Sound. Ich wusste gar nicht, dass du Trompete spielst. So lala, so lala. Hey, ich wollte dich anrufen. Als ich vorhin bei Keynote Music war, brachten ein paar Kids ein Saxophon hin, das sie auf der Straße gefunden haben. Ich dachte, es könnte das aus dem Museum sein. Ich möchte niemandem Ärger bereiten. Sie hatten ja gute Absichten. Ja, das könnte gut sein. Ein Eichhörnchen. Meinst du Keynote auf der Cathedral? Ja, sprich mit Eugene. Danke, ich geh mal hin. Die Trompete klingt toll. Spider-Cat! Und jetzt ist sie wieder mit uns unterwegs. Hey, Mom, ich habe das Saxophon gefunden und hole es jetzt ab. Ay, bendito. Angela wird so erleichtert sein. Das könnte das Museum retten. Hey, wusstest du, dass Theo Trompete spielt? Und das ziemlich gut. Mit Publikum und so. Der ganze Park hat gefeiert. Genau darum ist das Museum so wichtig. Musik bereichert unsere Gemeinde und bringt uns zusammen. Nicht nur eure Spricht Gemeinde. Da meine Mutter oder Stadträtin Morales? Beides. Musik ist gut. Musik kann die Welt vereinen. Und uns spalten. Schlager spaltet sie. Oh. Das sieht nicht gut aus. Hey, Spider-Man! Ich wollte es gerade in deiner App melden. Was ist dir passiert? Ein paar fiese Typen haben Eugene gerade weggezerrt. Da stimmt was nicht. Sie sind da lang. Danke, ich sehe es mir an. Ich sollte mal nach Hinweisen scannen. Vorschlaghammer? Typen haben es ernst gemeint. Ich muss Eugene finden.
Ich höre die doch. Ich höre sie. Warte mal, gibt es eine andere Seite? Leute, wenn ihr ein Instrument lernen wollt, gibt es sehr viel bessere Möglichkeiten. Das ist die Spinne, auf ihn! Mann, hier kommt der Rest der Band. Und, okay. Das kriegen wir doch locker hin. Wann habe ich die denn elektrifiziert? Danke, Spider-Man. Alles gerne. Okay? Die paar blauen Flecken sind okay, solange ich noch die Schlüssel habe. Hier, mach den Kofferraum auf. Charlie Parkers Saxophon. Ja, das einzig wahre. Ich wollte es zurück ins Museum bringen, als diese Typen reinstürmten. Mit diesem Ding hat er sein Meisterwerk aufgenommen. Ornithology, 1946. Bist du Bird-Fan? Ich glaube, er ist noch ein bisschen zu jung dafür. Mein Vater war einer. Ich weiß nicht viel über alte Musik. Alt? Wenn man heutige MCs hört, die synkopierte Akzente nutzen, den Offbeat betonen und mit dem Rhythmus spielen, das ist nichts als Bebop. Nächstes Mal muss ich genauer hinhören. Ich bringe es sofort zurück ins Museum. Dann rufe ich meine Versicherung an. Okay, danke, Mann. Cooler Typ. Wenn ich doch nur an das Telefon reinkäme, mit dem sie mit ihrem Drahtzieher kommuniziert haben. Könnte Genki das nicht schaffen? Wow. Alle Nullen zusammen ergeben das Wort Passwort als Passwort. Oh Gott, das ist peinlich. Nur ein Mitternachtstreffen mit einem kriminellen Genie. Gar kein Ding. Levelaufstieg. Kann ich nicht das Saxophon-Ding weitermachen? Oh, schade eigentlich. Aber wir können jetzt Anzugtechnologie machen und ich kann mich jetzt nicht entscheiden. Heilung auf 200 setzen. Oder Kampfkraft auf 170. Kampfkraft ist schon geil, ne? Ja, komm, und danach die Heilung. Sechs Stück fehlen mir da. Ja, das ist kein Thema. Ein Fertigkeitspunkt habe ich. Dann gehe ich nochmal zu Spidey zurück und mache hier weiter. Unerschwinglich. Ja, ja, kriege ich noch. Ich bin ja fleißig dabei. Neue Anzüge für ihn. Große Verantwortung Anzug. Oh, okay. Er hat noch keinen neuen, aber es fehlen eigentlich noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück. Ist es bei Miles genauso viel? Nee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Ja gut, dann kann ich glaube ich nicht so viel machen. Theoretisch könnte ich noch die Graffiti machen. Weil das sind zwei Heldenmarken. Dann habe ich sechs. Wer ist das?
Zeit, den Boss dieser Operation. Wie jetzt geht das doch? Und auszuschalten. Und die restlichen Museumsstücke zu finden. Warte mal. Geht das jetzt? Ah, das geht jetzt doch! Und ich habe immer noch keine Schnellreise, aber. Schließe Aktivitäten. Ja, ich habe hier eine Schnellreise hin. So, dann wollen wir mal. Weil das möchte ich jetzt noch abschließen, Leute, ne? Was kriege ich denn da? 10 Heldenmarken, Leute, dann sind wir safe! Dann sind wir so safe! Dass wir nur noch für die Fokusleiste brauchen. Das ist es mir wert, das zu machen, Leute. Ui, außerdem treibt es Miles ja auch immer weiter dahin, den richtigen College-Aufsatz zu schreiben. Mit der Musik und allem. Was ihn inspiriert. Technik und Musik zu verbinden ist aber ehrlich gesagt nichts Dummes. Jetzt, wo Musik mittlerweile immer elektronischer wird. Bin ich jetzt echt vorbei? Noch keiner da? Ich bleib noch, bis die Party beginnt. Sie wollten uns bei unserer letzten Lieferung bezahlen. Ihr werdet bezahlt, wenn alles geliefert ist. Darren? Wo ist es? Wo ist was? Louis sagte, ihr bringt das Saxophon. Louis, ja? Louis wurde von den Cops erwischt. Er hat kein Saxophon. Ihr habt das Treffen organisiert. Nein. Er, der uns unterstützen möchte? Wo ist unser Geld? Wo ist das Saxophon? Darren? Sogar die Katze ist schockiert. Ich hab's aber fast schon erwartet. Party auf. Dann reden wir mit ihm. Ich sollte den ganzen Haufen einwickeln, bevor sie noch jemanden verletzen. Wir haben satt, dass wir nicht bezahlt werden. Wir arbeiten nicht gratis. Ich glaube, wir müssen zeigen, wie es uns geht. Mit unseren Fäusten. Hey, Moment mal. Wir hätten dir von vornherein niemals trauen sollen. Oh, wow. Wir brauchen Leon mit der großen Wumme! Spider-Man, Hilfe! Ich wollte nur die Stunden. Ja, klar, du wolltest gar nichts. Das wird wohl ein etwas längeres Gespräch. Tut weh? Macht nichts. Was hab ich denn jetzt gemacht? Gib ihm Saure! Au! Kriegen wir den Katzenmove? Nein, schade. Gut, das waren wohl alle. Gehen wir der Sache mit Darren auf den Grund. Du Lügenbaron! Ah, danke, Spider-Man. Ich versichere dir, es gibt eine vernünftige Erklärung. Ja, am Arsch. Das wirkt extrem zwielichtig. Warte, bis Stadträtin Morales hört, dass du darin verwickelt bist. Leon ist hier! Zeit, eine Spinne zu vernichten! Darren, bleib zurück! Warte mal, ich hab eine Idee. Das war's für dich, Spider-Man! Habe ich jetzt irgendjemand damit erwischt? Hier los! Hol ihn runter! Wo ist der mit der dicken Wumme? Der ist der mit der dicken Wumme. Nö. Ach, die Miets macht nichts. Sorry, Darren? Leute. Soll das ein Scherz sein? Der hat sich verpiedert! Genau, du Lemurensohn! Er muss in der Nähe sein. Ja, klar. Die Unschuldigen, Jungs, ne? Jagen Darren. Ist doch verständlich. Sie wollen ihr Geld. Wer ist da? Louis, bist du es? Darren, halt den Wagen an! Spider-Man? Kannst du wenigstens die Typen hinter mir stoppen? Du wolltest die Sachen nicht zurückholen. Du
Du hast von Anfang an hinter dem Rauch gesteckt. Mir liegen diese Dinge am Herzen. Nein, du hast nur so getan und hast dann das Museum bestohlen und diesen Ort um seine Geschichte gebracht. Das ist die Geschichte meiner Familie. Ich erwarte nicht, dass du das verstehst. Ah, komm. Es bin wohl nicht ich, der hier nicht versteht. Zuerst müssen die anderen Bösewichte weg. Wir müssen das stoppen und all diese Leute einbuchten. Auch Darren. Rainer! Wir werden dich aufhalten! Try it! Die Polizei ist gleich da. Ich muss zu Darren. Du bist noch da? Mein Vater war einer der erfolgreichsten Musikproduzenten aller Zeiten. Er war für die Hälfte der Künstler im Museum verantwortlich. Ja, schön und? Für ihn. Jetzt halt das Auto an und sag mir, wo die restlichen Stücke sind. Oh Gott, ich komme denen überhaupt nicht richtig hinterher. Weil immer irgendeine Brücke da ist. Kann ich nicht irgendwie... Ah, jetzt. Heute nicht, Darren. Was zum... Zum Glück fiel mir an, was die Bremse ist. Oh, das sagt nicht laut. Sollte wohl bald mal den Führerschein machen. Nur, damit ich's verstehe. Die Katze ist das weg. Das Gerede über die Unterstützung des Museums. Angelas Zeit, die du verschwendet hast. Die Fragen zum Betrieb und zur Sicherheit. Da ist die Katze. Alles Lügen. Und das nur, um die Sammlung zu stehlen? Aber meine Familie... Nein. Ich bin sicher, du magst Musik. Aber diese Dinge gehören dir nicht. Sie gehören dieser Gemeinschaft. Na los, Sir. Sie sind verhaftet. Ja, und jetzt? Das nervt mich, dass die Katze immer wieder verschwunden ist. Leute, was ist denn da los? Diese Veranstaltung wäre ohne unsere wunderbare Kuratorin Angela und die Gemeinschaft nicht möglich gewesen. Unsere Zusammenarbeit, um die gestohlenen Gegenstände zurückzuholen, war einfach nur... Okay, okay. Ich glaube, Abuela hatte ein Buch über sie. Du siehst mir zu Hause an. Baron Smith. All das... Josephine Baker. Im Kampf gegen die Nazis? Josephine Baker, ein Vorbild. Viele Musiker sind Vorbilder. Ich hoffe, ich kann das eines Tages auch von mir sagen. Du bist doch jetzt schon was Besonderes, Miles. Hey, Sie haben geholfen, das Saxophon zu finden? Ja, ich durfte es halten. Bird entlockte Wunder aus dem Metallteil. Mein Dad liebte Charlie Parker. Er wäre froh zu wissen, dass das Saxophon hier für alle zu sehen ist. Und sie womöglich zur Musik zurückführt. Musik ist Magie. Ja, dem kann ich vollumfänglich zustimmen. Sagt er gar nichts dazu? Ich scrollt euch das mal, falls ihr das lesen wollt. Ich nicht. Auf der Lennox Avenue im Dunkel der Nacht. Vom Schein der Gaslaterne zutage gebracht. Schwingt er von Haus zu Haus. Schwingt er von Haus zu Haus. Der Text gefällt mir. Kunst und Musik können wirklich etwas bewirken. Komplett? D'accord? Guckt euch die Avantgarde-Richtung an. Oh, wir hatten auf dich gehofft. Wow, deine Mom ist echt was Besonderes. Das ist sie. Kaum zu fassen, dass er sich als Spender ausgab und dann das Museum ausraubte. Gott sei Dank wurde er erwischt. Ganz genau. Das Zeug gehört hierher und nicht in das Penthouse eines Mannes, wo nur er es sehen kann. Leute, Avantgarde beginnt mit dem Futurismus. Futurismus war im Grunde Kampfkunst für den Faschismus. Es wird mittlerweile ja gerne mal so getan, als würde es dem Futurismus nicht so sehr geben. Musik machen und gleichzeitig die Welt retten. Weil niemand blickt gerne darauf zurück, dass die erste Avantgarde-Bewegung
Faschisten unterstützt hat, aber Mussolini war halt, nicht Mussolini, Marinetti war halt ein großer Bewunderer Mussolini. Warum darf ich nicht... Angela, ich bin Miles, der Sohn von Stadträtin Morales. Miles, sie spricht die ganze Zeit von dir. Glückwunsch zur Ausstellung. Ich bin froh, dass es geklappt hat. Dank deiner Mom und Spider-Man natürlich. Ja, ne? Dieses Viertel kann froh sein, die beiden zu haben. Spider-Cat! Aber ja, unter anderem hat er dafür gesorgt mit, Hey, Miles, ich wollte mir mal das Saxophon an seinem rechtmäßigen Platz ansehen. Nur dank dir konnten wir das Saxophon wiederfinden. Ach nein, nicht wirklich. Das verdanken wir Spider-Man. Und Spider-Cat. Nicht der Katze. Naja, das war halt Teamarbeit. Krolle deinem Spider-Man mal die Ohren für mich. Mach ich. Ich würde es gern selbst machen. Und jetzt? Aber Futurismus war auch ein bisschen mehr als Faschismus, weil er hat sehr daran geglaubt, dass, er hat schon Eisenbahn und so ein Kram gemalt und dass unsere Zukunft mal sein würde. Deswegen darf man, den Futurismus einfach nicht vergessen, auch wenn es eine unschöne Geschichte nebenher ist. Beim Bebop zeigen die Musiker, was sie drauf haben. Und natürlich gab es bei der Avantgarde auch mehr als Futurismus. Was machen die MCs? Das muss genauer hin. Postmoderne unter anderem und noch ein Haufen mehr Surrealismus. Ich wollte mich zu Ende umsehen, bevor ich mit Martin gehe. Ach so, ja gut. Tun wir das doch mal. Lass mal gucken. Was gibt's denn hier? Kann ich mich denn noch umgucken? Ach, da vorne. Aber da war ich doch gerade schon, oder? Bin ich jetzt doof? Ja, nee, das habe ich schon. Wollte Genki nicht auch da sein? Egal, komm, ist okay. Danke euch allen. Herzlichen Dank. Dadaismus. Angela erzählt, das Museum hat eine Rekordzahl an neuen Mitgliedern. Ernsthaft? Alles wird gut. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft, Mann. Jetzt hör mal. Was, wenn wir uns nächstes Mal richtig zusammentun? Ich mit eigenem Anzug. Ma! Vielleicht was Glitzerndes. Ma, stopp. Hör auf. Hör auf. Mach dich dran. Was für eine coole Mutter hat der denn? Tanz mit mir. Bring mir Salsa bei. Ob wir jemals ihren Freund kennenlernen werden? Meine Community! That's true. Ich habe einen Anzug, ja? Klang der Stadtanzug freigeschaltet. Schauen wir doch mal. Abseits dessen. Zack, 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 Leute. Geil! Yes! Besser kann es nicht laufen. Und wir können uns direkt nochmal einen neuen Anzug angucken. Nämlich... Oh, wow. Tun wir jetzt einfach mal so, als wäre das... Wäre das... Nein. Graffiti. Und nehmen wir mal. Es ist irgendwie noch nicht so ganz fertig. Kann das sein? Oh, ich bin so kurz davor, die Schnellreise hier freigeschaltet zu haben. Auch nicht schlecht. Aber ja, wir wollen zu Peter Parker zurück. Da ging der Danica-Podcast los. Bist du eingeschlafen? Miles hat wichtige Dinge getan. Ich bin an der gleichen Stelle wie er? Okay. Gut, ihr Lieben. Dann schauen wir uns das nächste Mal an, wie es mit Harry und Co. weitergeht. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Und... Oh. Oh. Hau